Da kommt er angebraust, der Schwalbendoktor. Auf seinem Lieblingsroller aus dem Jahr 1984. Vor seiner Werkstatt in Eidelstedt hat Holger Jeschke ein wahres Schwalbennest gebaut. Denn die Kultroller aus der DDR, die von 1964 bis 1986 von der Firma Simson gebaut wurden, sind gerade wieder total angesagt. Ja, ich habe vor ungefähr 20 Jahren die Geschichte über Simson gelesen. Und das hat mich so fasziniert. Da war ich so begeistert, was die Ingenieure und Techniker alles in die Tat umsetzen wollten, aber nicht konnten, weil das meistens an Devisen gefehlt hat. Und da habe ich mir gesagt, Mensch, der Name darf einfach nicht untergehen. Seitdem sammelt er Schwalben, zerlegt sie und baut sie wieder zusammen. Als gelernter Dreher hat er nicht nur Teile nachgebaut, sondern auch das Spezialwerkzeug, das er benötigt, selbst angefertigt. Anfangs alles noch zu Hause, bis es seiner Frau schließlich reichte. Dann wurde das aber mit meiner Sammelleidenschaft doch ein bisschen zu viel. Und da hat meine Frau mal ganz energisch gesagt, entweder du nimmst dein Bett und ziehst aus oder du nimmst deine Sachen und suchst dir eine Werkstatt. Und dann habe ich mir eine Werkstatt gesucht, diese hier. Und hier sind wir ungefähr seit 8 Jahren. Und seit 8 Jahren machen wir das mehr oder weniger professionell. Der DDR-Roller bringt es locker auf 60 Stundenkilometer. Er wurde in 4 Farben produziert: Sahara-Gelb, Billardgrün, Atlantikblau und Biberbraun. Letztere Farbe eher ein Ladenhüter, bis St. Pauli-Fans sie für sich entdeckten. Die Schwalbe ist durchaus anspruchsvoll, das liegt an ihrem Zweitaktmotor. Schon das Starten ist eine Wissenschaft für sich und das Tanken erst recht. Denn die Schwalbe braucht ein Benzin-Öl-Gemisch. Man ist dazu gezwungen, sich das selber zu mischen. Und wir sagen immer, 5 Liter kann man mischen, 1 zu 50. 5 Liter Kanister, 100 Milliliter Öl dazu, fertig. Diese Unannehmlichkeiten nehmen die Liebhaber gerne in Kauf. Die Schwalbe ist mit 1.800 Euro eher günstig. Die Luxusausführung mit Goldperleffekt und 12 Volt Vollelektronikanlage kostet allerdings 3.200 Euro. Junge Leute schätzen die Schwalbe auch, weil man sie schon mit Führerschein Klasse M fahren kann. Ich habe in den letzten Jahren festgestellt, das Publikum mischt sich. Die jungen Leute, okay, die wollen 60 fahren und wissen, dass es ein Kultmodell ist, dass die Preise steigen, das wissen sie. Was allerdings auch interessant ist, sind die Älteren. Die sagen, Mensch, Holger, ich bin früher über Stoppelfelder gefahren ohne Führerschein. Das war meine erste Maschine, die möchte ich gerne wieder haben. Die Firma Simson fertigte übrigens nicht nur Schwalben. Es gab noch den Spatz, den Star, den Habicht, den Sperber und sogar Rennmaschinen. Mit dieser hier wird Holger Jeschke auch dieses Jahr wieder am Stadtparkrennen teilnehmen. Noch fehlt der Motor, aber wenn der drin ist, bringt es die Maschine locker auf 120 Stundenkilometer und mehr. Ich hoffe, dass wir sie bis zum Stadtparkrennen wieder frisch haben werden, damit wir da wieder unsere Kurven fahren können. Bis dahin muss er sich noch ein wenig gedulden, aber er kann ja immer noch auf seiner Lieblingsschwalbe durch die Gegend fahren.